Was geht ab, Leute? Wie soll es anders sein? Heute wird der Beutel, da wird der Popo voll, aber auf einer ganz anderen Ebene. Ich gebe euch eine schnuckelige, aber ganz kleine Kostprobe. Du bist weg, mein Guter. Wie, warum denn? Wir haben das doch gerade geklärt. Ist doch geklärt. Ist gar nichts geklärt, der Herr. Wir haben das doch gerade geklärt, Patrick. Na. Ihr werdet erwartet. Gutes Rösti für Patrick, bitte. Offenbar fehlende Kommunikation. Ich habe das sogar nicht im Schirm gehabt. Die Projektleiter, die können einem langsam wirklich leid tun. Deswegen viel Spaß mit dem Video. Was ist das, Bruder? Hier ist doch nicht Krankenhaus, oder? Oh, da ist sogar jemand. Hallo, hören Sie mich? Hallo? Hallo? Kollege? Der Herr? Ja, bitte? Wie sind Sie durch die Garage gekommen, ohne dass sie offen ist? Die war doch gerade offen, hast du nicht gesehen? Nee, ich habe gesehen, als Sie sich mit dem Rücken zu mir gedreht haben und es ist noch immer hier drin. Nee, hast du nicht geguckt? Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich wollte mich umziehen irgendwie. Sie wollen sich umziehen? Ja, ich wollte mich umziehen, ihr zwei kleinen Racker. Seid ihr überhaupt grün in den Ohren? Meint ihr vielleicht... Ich könnte mir helfen mit dem Umziehen? Wenn Sie Ihre Kleidung umziehen wollen. Ey, Leon, ich sag Bescheid, wenn ich mit dir rede, ja? Ich rede gerade mit dem Lennart Hausstetter. Meinst du, du kannst mir zum Kleidungsladen fahren? Kollege Schnischnu? Zum Kleidungsladen kann ich dir gerne fahren. Ja, wäre super. Ein bisschen Haare so aufpeppen, so weißt du. Ich pack eben mein Fahrzeug aus und dann kommen Sie bitte mal raus. Ja, okay. Nächstes Mal bist du nicht so frech, ansonsten zieh ich die Ohren lang. Was ist? Nächstes Mal nicht so frech, sonst zieh ich dir die Ohren lang. Ja, ja. Dann wollen wir mal. Ab zum Kleidungsladen, beeil dich, du Arschloch. Leg dir nach, hab nicht den ganzen Tag Zeit für dich. Okay? Ey, du. Wie bitte, der Herr? Wie kann ich ihn helfen? Beeil dich, ich hab nicht den ganzen Tag für dich, sonst gibst du Backpfeifen. Die ganzen Läden, die haben ein paar Probleme, ich bring sie zu einem anderen Laden. Wie heißen du? Wie heißen Sie denn einmal? Ich hab zuerst gefragt. Ich heiße Markus Riegler. Ich stehe. Mach hin, Markus. Hab mich den ganzen Tag Zeit für dich, Versager. Kann es sein, dass ich sie irgendwoher kenne? Woher denn? Ah, ich frag sie. Kenne ich sie irgendwoher? Ja, ich bin... Der ist deiner Mutter besorgt hat gestern Abend. Kannst du jetzt weiterfahren? Ja, ist doch der Kleidungsladen. Warte mal kurz hier. Ey. Was willst du, Sohn? Mama kommt gleich und löst Situation auf. Ne? Zack. Oder wie dein Scheißname ist. Wie? Ja, ich wünsch dir was, ne? Wie, du willst mir was? Was ist denn los? Zack in deinen Arsch, meinst du? Und? Wie schmeckt dir das, die Ecke? Du kleine Penisgeburt. Da wird jetzt mal gefunkt, wa? Von diesem ohne Leben, den Typen von diesem Zack oder wie der Scheiß heißt. Ich bin ohne Leben. Also, wer steht denn hier auf dem Server ohne Spieler? Der 31 ist und trotzdem kein Leben hat. Wer spielt denn hier auf dem Server? Wo sind denn die Spieler? Hier sind doch gar keine Spieler, du Lappen. Oh nein, der Herr. Du dummes Geburtenkind. Du kleine Penisgeburt. Das ist echt schlecht. Was? Hast du eigentlich keine Freunde, dass ihr hier in einem 5-Spieler-Server chillst? Du musst mich einfach immer beleidigen. Wunderschönen guten Tag, die Herren. Ja, grüß dich, der Herr. Ein wunderschön. Ja, grüß dich. So, einen wunderschönen guten Tag. Aus dem Fahrzeug raus, bitte die Polizei. Aus dem Fahrzeug? Ja. Ich glaube, du kannst mir meine Pimmel massieren. Hier, kannst du mir meine Pimmel massieren, mein Lieber. Du kannst mir immer sowas von massieren. Idioten, hau ich auch mal weg hier. POV, du wirst in der Schule gemobbt. POV, du hältst jetzt einfach mal die Klappe, Junge. Ey, Officer, ich spritz gleich in deinen Arsch, wenn du so weitermachst. Ja, bitte, komm zu mir, Bruder. Wie ist das denn, nicht auf einem Server zu spielen, wo 5 Spieler sind und sich gegenseitig den Penis zu massieren? Bro, kann ich dir sagen, der Owner ist sowieso rot. Alles gut. Was ist mit der Owner? Der ist ein bisschen komisch, ich aber das macht nix. Ich hab ne Frage. Wie können Sie bewusstlos am Boden reden? Mann, lass den doch einfach mal in Ruhe. Der Typ, komm, der meldet einfach nur ein bisschen. Ihr geht jetzt bitte weiter. Mein Gott. Das ist schon peinlich, wenn man auf 5 Leuten trollt, ehrlich. Junge, ich hab doch gar nicht getrollt. Der Mediziner hat direkt OC geredet. Ah, was willst du sagen? Ja, das. Ach. Ja, was? Ach, der hat ohne Grund OC geredet, du Versager. Ich Versager? Ich hab dich da so reingetragen. Chill mal. Natürlich, Alter. Naja. Du bist auch selber am Trollen die ganze Zeit. Was ist denn los? Was seid ihr für Versager? Ich spiel die ganze Zeit mit 5 Spielern. Da seid ihr auch noch so Fanboys von mir. Kennt mich alle einfach. Ja, auf jeden Fall. Ach, du hast doch gerade noch gesagt, dass du meine Streams geguckt hast. Guckst du Fanboy, Alter? Nö, wir haben deine Streams gerade gesehen, weil du hier drauf streamst und weil du am Trollen bist. Was meinst du, warum wir hier sind? So einfach. Du wie so ein kleines Pissflach anderes Server. Ist bei der Stadt. Du Versager, du. Und du Rentner, Alter, wie alt bist du halt nicht? Du hörst dich an wie 50. Deine Frau ist wahrscheinlich durchgebrannt mit dem Kleppner, wird durch jeden Tag in den Arsch geht. Ihr redet bloß nicht mit Samo so, bevor ich ihn euch in den Arsch schieße. Rechts Glatzkopf. Verdammter Sohn. Dummer Sohn. Du machst gar nichts, du Idiotenkind. Wir distanzieren uns natürlich von den 2 Gefangenen. Junge. Guck mal, wie gefangen diese Preise sind, Bruder. Also sagt mir nicht, dass dieser Server nicht nur aus Gefangenen besteht. Billigste Auto kostet 50.000 oder so.
Wow, meine Fans. Wo ist ein Autogramm, du Versager? Komm her. Gib's mir eins, komm her. Du bist ein Opfer, dein Leben lang. Komm her. Du wirst einsam sterben, weißt du, ne? Ja, komm, mach den Stream aus und dann ist gut. Mein Gott, keine Viewer mehr, alles gut. Ja, wie viele Viewer hast du denn? Was ist der Neid, der dich zerfrisst? Oh, meine Fanboys. Autogramm gibst du heute Abend deine Mutter auf die Arschbacke. Hallo? Können Sie mir weiterhelfen? Ich bin neu in der Stadt und kenne mich ja nicht so gut aus. Was wollen Sie hier machen? Ich wollte mir einen Job suchen vielleicht. Was wollen Sie denn machen? Also auf jeden Fall brauchen Sie erstmal einen Führerschein. Kannst du mir da helfen vielleicht? Kann ich zum Führerschein fahren? Ja, das wäre super. Sehr nett von dir. Und wie geht's dir so? Ganz gut. Hm, wie alt bist du, wenn man fragen darf? Ich bin 19 tatsächlich. 19? Du wirst dich aber irgendwie 5? Ja, ist gut. Achso, ja, alles cool, Mann. Ja, Missverständnis sein, ne? Sehr nett von dir, Bruder, dass du mir das Auto gibst. Sehr korrekt. So ein BMW, den gibt man sich gerne. Danke dir, auf jeden Fall. Ich liebe es, die Leute zu verarschen. 19. Aha! Hallo? Kann man helfen? Ich bin neu, ich suche einen Job. Also, habt ihr vielleicht irgendwas für mich? Ich könnte Tomaten pflücken gehen, oben in Grapeseed. Hey, kannst du mich vielleicht da irgendwie hinführen? Wir können es auf der Karte zeigen. Wenn Sie Ihre Klappkarte aufmachen, ist da so ein Schnüffel mir am Po. Das ist. Schnüffel mir am Po. Du kleine Mistratte, mach sofort die Endo. Du schließt dich ab. Auto aufmachen, sofort. Auto aufmachen. Mach das beschissene Auto auf. Jetzt kommst du mit mir zur Seite. Komm mit. Vor mir, lauf. Lauf. Links in die Ecke rein. An die Wand. Wand angucken. Du bist frech geworden. Was hab ich denn gesagt? Du hast gesagt, lutsch mir den Schwanz. Das hab ich nicht gesagt. Lügst du mich an? Die Cops, hast du die Cops gerufen? Ich hab keine gerufen mehr. Gib mir dein Geld, gib mir alles, was du hast. Ich hab $3 dabei. Ich verschone dich, jetzt verzieh dich. Jo, ich steig ein. Soll man Lano machen? Nee. Nicht? Nee. Okay, bist meine Geise, hast keine Wahl. Okay, hinten in die Ecke ein. Hast du Lockpick hergeben? Ich hab keinen. Wie, du hast kein Lockpick. Gib mir dein Lockpick sofort. Ich hab keinen Lockpick her. Du kannst dich durchsuchen, ich hab keins. Komm mit. Einsteigen. Hände runter, Penisgeburt. Du tust das, was ich dir sage. Ich hab doch die Hände unten. Was sagst du? Ich hab doch die Hände unten. War das Widerworte? Ich hab die Hände unten. Hör mir zu. Für Widerworte bin ich nicht gut anzusprechen, ja? Weil nächstes Mal gibt's einen Schuss in deine Birne. Hast du mich gehört? Ja. Ich brauche Polizisten für gutes Geld für dich. Musst du zum PD fahren. Was war das? Widerwort? Langsam reicht es mir aber. Ich hab dir einen Tipp gegeben, wenn du PD da brauchst, musst du zum PD fahren. Ja. Letzte Ermahnung. Okay, du schreist jetzt, dass du eine Geisel bist. Schrei. Ich bin eine Geisel. Hilfe. Das hätte ich nicht glaubwürdig. Hilfe, ich bin eine Geisel. Das kommt mir nicht so vor, als würden die Cops hier das ernst nehmen. Ich bin eine Geisel. Hilfe. Sie haben eine Geisel. Ja. Yeah. Was verlangen Sie denn? 50.000. Geht's der Geisel denn gut? Ja, yeah, er hat auch eben warme Milch mit Honig bekommen. Wurden Sie bedroht? Ja. Ach du Scheiße. Der Officer hat einen Kopfschuss kassiert. Ist aber nicht gestorben, komischerweise. Diese Geschichte. Warum werde ich denn jetzt beschossen? Wenn du jetzt gerade sagst, du hast kein Rap-Kit, dann bist du tot. Ich hab kein Rap-Kit. Kann man die nicht kaufen im Laden? Ach, kann man. Was war denn los? Warum haben denn die Polizisten denn geschossen auf uns? Ja, ich hatte doch eine Geisel. Ich will nicht jetzt so die Angehensweise, wenn ich ehrlich sein soll. Okay. Du wartest ja, ich wollte dich in ein Auto. Rap-Kit. Hm, diese Tricks kannte ich schon, da warst du noch frisch in der Hose. Ich hab geschlossen. Der Officer, Officer. Das Auto qualmt, der Officer. Hallo, ich hab nichts getan. Hallo? Warum wird er auf mich gezielt? Ich könnte ja nicht killen. Ah, der hat schon auf mich gezielt, ja. Miese. Yo, Homie. Ja? Wie geht's? Man sieht dich zweimal im Leben. Bitte einmal aussteigen, ansonsten wäre ich ungemütlich. Rechts ranfahren. Aber du kannst auch mal dich aufschließen, mein lieber Scholli-Meterchen. Das wird jetzt beschlagnahmt. Aufmachen, sofort. Ja. Handschellen! Da hast du deine Handschelle. Kleine Pisse, du. Ach, such dir Freunde, du Blitzer. Alter, beruhig dich doch mal. Du brauchst doch jetzt nicht direkt auf dem Boden zu reden. Also, das ist ja mal wirklich hier ein kompletter Regelbruch. Lass mich los, ansonsten melde ich das sofort im Support, mein Gott. Halt die Fresse. Letzte Chance, entschuldige dich jetzt bei mir. Piss dich, Junge, und such dir Freunde. Ja, Bro, kannst du mir helfen vielleicht? Kannst du mir vielleicht die Handschelle abmachen? Ich bin leider nur ein Sanitäter, ich weiß gar nicht, ob ich Handschelle überhaupt abmachen kann. Mit wem habe ich es denn zu tun? Können Sie sich ausweisen? Als Mediziner kann sich ja jeder ausgeben, so weißt du. Tobi Hensler, du bist das! Ja. Der Tobi Schwänzler! Wurdest du hier als Geisel genommen oder warum hast du Handschellen an? Ja, der hat mich als Geisel genommen, ich konnte mich befreien. Ich kann die Cops herholen, dann können die Handschellen abnehmen. Ja, das wäre super. Wobei, vergiss es lieber, die Cops machen mir nur Kopfschmerzen. Naja, Tobi Schwänzler. Ich danke dir auf jeden Fall, ja? Dann schwänzel mal weiter, würde ich sagen. Oh,
okay. Halt's Maul, verpiss dich und such dir Freunde, Junge. Ey, was ist denn da los? Seit wann reden Tote? Habt ihr das gehört? Ja, Fehler, P. Also, das hab ich ja noch nie gesehen, Alter. Das ist ja wirklich eine absolute Frechheit. Naja, Tobi, ich überlasse das dir, ja? Schon wieder redest du. Warum haben sie ja eigentlich ein Auto für Handys? Warum redest du denn schon wieder? Gleich werde ich ungemütlich. Mini, du darfst nicht reden, du bist tot. Steig aus sofort! Aussteigen! Aussteigen! Steig aus meinem Auto aus! Du kleines Stück Scheiße! Du bist das kleine Stück Scheiße. Sieh zu, dass du langgehst, du Arschloch. Das nennt man richtig geil gegen Einsatzkräfte Gewalt einwenden. Das sind die geilsten Personen. Also, du bist Einsatzkräfte, du bist auch Mediziner, wusste ich ja gar nicht. Ja, deswegen steht bei mir nur Paramedic, Schlaumeier. Alter, sag das doch direkt, dann hätte ich direkt in deinen Arsch gespritzt. Du steig ein, sonst bist du tot. Ja. Der wird direkt beschlagnahmt. Ich hätte gerne eine mündliche Entschuldigung von dir. Das ist mal bei mir im Blasen, Junge. Bist du überhaupt grün in den Ohren? Ja, es fällt eigentlich ein, Bennys Auto zu klauen, das ist irgendwie. Alter, wie redest du, Alter, du kleiner 3 Käse hoch? Sofort an die Wand, ansonsten wäre ich ungemütlich. Und dann machst du dich einmal nackig. Komplett nackt machen. Und dann fängst du an zu tanzen. Ja, aber ich kann nicht erst auf einmal machen. Ja, fang an zu tanzen. Ist mir scheißegal, was du da schwafelst. Was soll ich denn tanzen, Digga? Fang an zu tanzen. Ich will eine Twerk-Einlage sehen jetzt. Tanz! Tanz rum! Ja, genau, das ist richtig! Und, gefällt dir das? Du kleines Stück Kacke, du! Warum machst du sowas, Bruder? Ey, an die Wand, an die Wand, an die Wand! Denkst du, ich bin blöd? Du hast die eine Handschelle dran gemacht. Willst du die andere noch dran machen, wa? Denkst du, ich bin blöd? Sag jetzt das, was ich dir sage. Sag, du bist ein Stück Scheiße. Ein Stück Scheiße. Wer ist dein Daddy? Du. Ich bin in einem Satz. Du bist mein Daddy. Ja, ja, genau so ist es. Sag, du hast einen kleinen Schielewutz. Einen kleinen Schielewutz. Okay, okay, okay. Und jetzt sag, bitte, Daddy, schieß mir ins Gesicht. Daddy, schieß mir bitte nicht ins Gesicht. Gerne doch. Nein, bitte nicht. Ach du Bisser, such dir Freunde, du Bisser, Digga. Such dir mal Freunde hier, tschüss. Was soll das denn jetzt hier auf dem Boden reden? Ey, hier, Junge. Oh nein, wie schlimm. Was machen wir denn jetzt? Oh nein, bitte nicht. Fessel auf dem Boden, das hätte der fucking reported, weißt du, ne? Entfessel mich. Entfessel mich, hallo. Ich muss reconnecten. Keine Wahl. Guck mal hier, die Handschellen, Bruder. Der war ja richtig OC, mad. Jo, was geht, Mann? Habt ihr Autounfall gemacht? Nein, alles gut. Ja, nee, alles gut, Alter. Red mal vernünftig mit mir, ja? Was willst du? Wie, was willst du? Jetzt reicht jetzt mir Ende auch sofort. Ich muss mir den mal kurz ausleihen. Ich bring ihn sofort wieder, ja? Tobi, ich komm sofort. Wo ist denn der hin? Die Dame, kann man sie mitnehmen? Ich bin Mediziner. Das ist schwer, weil ich habe Kopfprobleme und habe deshalb eine Karte in der Hand. Und dann schließt man sich halt den... Ja, ich wollte eigentlich nicht deine Lebensgeschichte hören. Also ich kann nicht gerne hinfahren, wo du willst. Ja, aber dann sagen sie den Vögeln halt hallo, weil das Auto fliegt dann. Ich fliege. Verstehe ich jetzt nicht. Ja, das Auto fliegt dann. Also. Doch. Ist das so? Ist wirklich so, das Auto fliegt dann. Die Jungs machen Stress, warte. Boah, die haben viel bessere Waffe, die geboten. Oder was ist das für eine scheiß Waffe, ja? Ja, jetzt müsste ich gleich wieder leben. Das hat er vorhin schon ganz. Ey, komm mal her. Ich hab keinen Duty-Anzug. Oh shit. Ehrlich? Komm ich gleich wieder? Gar kein Problem. Ja, weil. Ah! Habibi. Samu Jackson Tower. Ey, chill. Samu! Chill doch mal, ja. Chill. Nicht schießen. Chill. Ich komm in Frieden. Jetzt hör auf, Alter. Nicht schießen. Ich bin bei dir im Stream. Revive mich mal, lass bitte. Der kriegt lass jetzt einen Warn, Alter. Geh mir nicht auf die Eier. Revive den jetzt mal bitte und lass in Ruhe reden. Wir gehen unseren Weg und gut ist. Hallo, kannst du mich mal reviven, die Frau? Mach okay. Ich doch gerade. Bleib doch mal ruhig, Junge. Das braucht seine Zeit. Hast du auch ziemlich lange für einen Revive, wenn ich ehrlich sein soll. Hi, Patrick. Ich würde sagen, das guten heißt Morgen. Jetzt mehr wie Schwanzlutschen. Du bist weg, mein Guter. Wie, warum denn? Wir haben das doch gerade geklärt. Ist doch geklärt. Ist gar nicht geklärt, der Herr. Wir haben das doch gerade geklärt, Patrick. Na, früh, ich hab dich gerade geholfen. Nein. Ah. Oi, ah, hi, hoch, ah.
Patrick die Muschi. wieder reingekackt, die Patrick Muschi. Wer bin ich? Ja, mein Lieber, das hat sich jetzt für dich erledigt. Ich bin der Patrick und ich zeig dir jetzt meinen großen Schwanz. Leute, habt ihr Bock auf Action? Wenn der Server innerhalb ein Monat nicht mehr existiert, wegen zu gutem RP, gibt es einen 24-Stunden-Stream. Ihr werdet erwartet. Gutes Rösti für Patrick, bitte. Ist gut. Jo, was geht, Mann? Mahlzeit. Das ist der Projektleiter von eben? Ja, ja. Dann reden wir jetzt, nehme ich mal kurz Zeit für dich. Eigentlich war ich zurecht gebannt worden, ne? Ich habe natürlich Combat Logs und so einen Scheiß gemacht, dies, das und so. Aber deine Supporter haben dann entschieden, mir einen Warn zu geben. Das war schon abgeklärt. Die haben gesagt, du kriegst einen Warn. Und die haben mich ja dann auch revived. Und dann kam so aus der Ecke geschossen und hast voll auf Machtdemonstrat mich weggeballert, obwohl ich... Das kann ich dir jetzt nicht ehrlich beantworten. Das war offenbar fehlende Kommunikation. Ich habe das sogar nicht im Schirm gehabt. Ich war gerade selber im RP und dann habe ich die Nachricht erhalten, dass nicht, dass du auf uns, ich habe es gerade gecheckt, dass du das bist, gerade weil ich jetzt lange deine Streams nicht so verfolgt habe und so. Mhm. Die hatten halt gerade leider nicht die Rechte dazu zum Bannen. Wer wollte dir denn einen Warn geben? War das so, weißt du, wer das die war? Die Frau hat gesagt Warn. Die Frau, okay, ja, die hat sich ein bisschen eingeschüchtert gefühlt. Also werde ich jetzt entbannt wahrscheinlich, oder? Auch wenn ich das so fühle, was du machst, aber im Prinzip ist es ja trotzdem kein RP, weißt du? Ja, da gebe ich dir recht, aber. Ich sag dir ganz ehrlich, der Grund, warum ich dann mit dem RP dann auch nicht Ding gemacht habe, war, weil der kleine Junge da auf dem Boden mich gefesselt hat, auf dem Boden geredet hat, diese ganze Scheiße passiert ist vorher. Da war schon viel Scheiße, der hat schon auf dem Boden war auch 50 Handschellen. Er hat mich halt gefesselt, während der Waffe auf Kopf hatte und der hat mich gefesselt, während er auf Boden liegt. Natürlich mach ich Combat Log. Was soll ich denn machen? Soll ich zum Support gehen, damit die Leute wissen, dass ich auf dem Server bin oder was? Ja, da hast du vollkommen recht. Und die Blauen haben auch gemetert und so, ne? Die haben alle gestreamt. Und so. Die waren alle in meinem Stream und so. Die haben das sogar gesagt selber. Deswegen habe ich auch Combat Lock gemacht bei den ganzen Zeit. Und die Cops haben da ohne Grund auf mich geschossen, wo ich im PD war. Wenn ich jetzt entbanne, was erwartest du dann? Also was kann ich meine, die Leute werden dann draufkommen und trotzdem stürmen. Du hast jetzt einmal angekündigt. Ich kann dir anbieten, Announce weg gelöscht, du entbannst mich und ich komme die Tage, 2, 3, 4 Tagen. Aber wenn ich dann in einer Woche oder in 5 Tagen draufkomme, Bruder, und ich habe einen Bann, dann bin ich richtig mad, dann mache ich sogar 5 Monate draus. Also diese so Hinterhältige, weil wir reden hier vernünftig miteinander, diese Hinterhältige, das fühle ich gar nicht. Weißt du, was ich meine? Vielleicht schreibst du mir einmal, wenn du wieder auf den Server gehen willst? Nein. So läuft das nicht. Du entbannst mich auf ganz klar. Ja, warte, du verstehst nicht. Dann entbanne ich dich an dem Zeitpunkt. Wir haben jetzt gerade ein bisschen... Das macht doch gar keinen Sinn. Entbann mich doch jetzt. Ich komme da eh nicht drauf. Damit ich weiß, warum willst du mich denn nicht jetzt einfach entbannen? Alles bleibt doch ruhig, alles gut. Ich will es verstehen. Warum denn später jetzt? Erklär es mir. Ja. Weil ich dann besser kontrollieren kann, dass niemand Stream schneidet und sowas nicht nochmal passiert. Weißt du, ich meine? Im Endeffekt war die Situation nicht nur von dir fällt, sondern von den anderen auch. Dann bannst mich ja jetzt. Ich komme dann irgendwann ein paar Tage später. Jetzt werde ich nicht kommen. Das ist mir klar, dass du jetzt nicht kommen wirst. Hast du ja auch gesagt. Ich meine prinzipiell. Aber ist unlogisch, warum ich nicht jetzt entbannt werde, sondern dann später in 4, 5 Tagen. Ich entbanne dich doch jetzt. Alles gut. Vielleicht komme ich auch gar nicht. Ich will einfach nur entbannt sein. Darum geht's mir. Und dann, ob ich dann irgendwann komme, es kann sein, dass ich nie wiederkomme. Ich will einfach nicht gebannt sein auf seinem Server. Ich werde aber immer jeden Tag prüfen, ob ich gebannt bin. Und wenn du mich dann trotzdem bannst, dann bin ich halt nicht so gut drauf zu sprechen, ne? Ich lösche jetzt die Announce ist gelöscht. Ich komme irgendwann wieder, vielleicht auch nicht, aber für mich ist das jetzt hier geklärt. Aber nicht hinterhältig wegbannen, ne? Das ist nicht cool. Also der Grund, warum ich jetzt hier die Announce gemacht habe, war nicht, Bruder, weil ich hier Combat Log mache 10.000 Mal und dann trotzdem, trotz Schuld, darum geht's ja gar nicht. Der Hauptgrund war einfach, dass du mich einfach weggebannt hast wie einen räudigen Hund. Ich habe da am Ende versucht, mit dir zu reden, die ist das. Also ich hab dir gesagt, wir haben das mal geklärt, ist das, du hast mich nicht mit dir reden lassen, du hast mich einfach wie ein Köter weggebannt. Wenn mir ein Supporter oder ein Moderator, was auch immer von mir erzählt, dass da jemand ist, der gebannt werden soll, dann gehe ich dem erstmal nach. Also du wusstest nicht, dass ich es bin? Nee, ich wusste es gar nicht, ich habe es nicht gecheckt, die Herrschaften haben es dann erst danach erzählt. Achso, ja, guck, das ist das Ding, Bruder, wenn du gewusst hättest, dass ich es wäre, hättest du wahrscheinlich nicht gemacht, ne? Aber du hast nicht so mit Menschen zu reden, egal was wir machen, Bruder, das ist nur ein Spiel. Das ist so, als würdest du im Fußball Handspiel machen und so. Du darfst dafür doch nicht Menschen schlechter behandeln, so. Troller sind doch keine schlechten Menschen, Troller sind ja einfach nur Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Es ist ja nur ein
beschissenes Game, wo man sich nicht an die Regeln hat. Und deswegen darfst du nicht mit den Leuten so umgehen, als wenn die abschauen so und die weg, einfach wegbannen und so. Verstehst du, was ich meine? Du hast recht, es ist ein Game, aber man muss auch einfach dazu sagen, wir wollen hier Spielspaß haben, jeder am Ende des Tages. Und wenn das nicht gewährleistet werden kann, dann müssen halt jene, die gebannt werden, die das nicht gewährleisten können. Wenn ich jetzt gemoddet hätte oder irgendwie irgendwas Schlimmes gesagt hätte, sonst, dann könnte ich es auch verstehen, aber ich habe ja gar nicht beleidigt, nichts. Ich hätte jeden anderen User auch gebannt in dem Moment. Das ist ja das Ding. Das sollst du ja nicht. Du kannst die Leute bannen, aber sag denen vernünftig, hör mal, tut mir leid, hast dies, das gemacht, dies, das und so. Red mit den Leuten wenigstens vernünftig zwei, drei Minuten, statt die einfach... Ja, guck mal, letztlich ist ja gewünscht, wenn ich die banne, weil ich habe sie ja gebannt auf Anweisung. Ja, ich gehe davon aus, dass es war. Es war es ja auch, wie du es bestätigt hast. Es ist gewünscht, dass die Herrschaften in Support kommen, ja. Da ist ja schon mal der erste Wille vorhanden, ob die Herrschaften überhaupt Interesse haben, an unserem RP teilzunehmen, verstehst du? War ja bei mir nicht so. Ich konnte gar nicht in Support und so. Ich wurde überall weggeballert. Bei mir gab es ja keinen Support. Ich durfte ja gar nicht reden mit dir. Die Situation war sowieso unübersichtlich. Ich muss aber ehrlich sagen, die Wahrheit bin ich dir schuldig. Und das kann man nicht verneinen. Du wirst hier niemals aufgetaucht, wenn ich diese Annonce nicht gemacht hätte. Das ist ja Fakt, ne? Ja, weil ich jetzt nicht erfahren habe, dass du das bist. Selbst wenn du erfahren hättest, dass ich es bin. Ich hab's ja auch gesagt. Normalerweise ist gewünscht, dass der User am Support kommt. Und bei jeder normalen User, der am RP Spaß hätte und das weiterführen wollte, würde, wäre ja auch ins Support gekommen. Und den renne ich auch nicht hinterher. Entweder er hat Lust oder er hat keine Lust. Das ist halt verschwendete Ressourcen so. Aber warum bist du dann in meinen Discord reingekommen, wenn du nicht hinterher rennst? Dadurch dein Stream Erfahrungen, den Spielern. Nein, aber beantworte mal nur die Frage. Warum bist du dann hergekommen, wenn du den Leuten ja nicht hinterher rennst? Warum bist du bei mir jetzt extra zum Support gekommen im Discord? Was war der Grund dafür? Weil ich mir deine Seite jetzt auch mal haben wollte. Ich habe ja letztlich... Was war der Grund dafür? Komm, sei mal ehrlich jetzt. Mach jetzt mal keinen Miesen. Ja, ich bin doch ehrlich mit dir. Du hast den Streamer... Warum bist du aufgetaucht? Weil du keinen Bock hast, dass du einen Monat lang in den Arsch... Du hast richtig? Das genauso, ja, so ist natürlich.